Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt Extra Long XXL Super Let's Play Patreon gewählt. Plötze. Ich bin sehr skeptisch, was Cyberpunk angeht, weil es wird in Cyberpunk wahrscheinlich Plötze nicht geben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spiel von CD Red Projekt gut wird ohne Plötze. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Spiel ohne Plötze. Kann das überhaupt gut werden? Eine Plötze. Eine gute Plötze. Das ist das beste Pferd, das es gibt auf der Welt. Ich meine, Epona und Agro sind schon auch ziemlich gute Pferde. Das muss man schon sagen. Plötze. Reiß dich zusammen. Ich hoffe, dass es irgendwann mal ein Spiel gibt, in dem Banditen, in dem zum Pferde-Crossover stattfindet, wo Agro, Plötze und Epona gemeinsam auftreten. Und die Welt retten. Das wäre mein Traumspiel. CD Red Project hat mal zum Scherz, glaube ich, getwittert, wenn mich nicht alles täuscht, dass der nächste DLC, also da war Witcher 3 noch aktueller, dass der nächste DLC die Vorgeschichte von Plötze erzählen wird und ein Plötze-DLC wird. Und ich hätte es voll cool gefunden, wenn das stimmen würde. Aber nee. War nur ein Scherz. Also es war offensichtlich nur ein Scherz, das war schon klar. Aber hey, ich hätte sofort gekauft. Ein Plötze Prequel. Wo müssen wir denn bitte hin? Die Wegpunkte, die führen uns irgendwie kreuz und quer. Ich reite jetzt einfach ziemlich geradewegs einfach dem leuchtenden Pfeil auf der Karte nach und ignoriere die Pünktchen. Aber ich glaube, jetzt kommen wir eh in die richtige Richtung ungefähr, in die richtige Gegend. Ah, hier durchs Wasser reiten ist eher blöd, ne? Okay, gut, dann bleiben wir auf dem bepunkteten Pfad. Also jetzt wird's aber lächerlich. Reite ich jetzt einmal um Ochsenfurt rum oder wie? Oh Mann, ey. Ich hätte doch das Schnellreiseschild benutzen sollen, das vorher auf dem Weg stand. Aber ich habe mir gedacht, na, die 300 Meter schaffen wir jetzt auch noch. Aber jetzt wurden aus den 300 Metern ganz schnell irgendwie 1000, weil wir einmal ums Ziel rumreiten mussten. Guten Tag. Die Haare von Geralt sind irgendwie lustig beim Reiten, ist mir noch nie aufgefallen. Die sind so innerhalb von einer Sekunde so wow und dann wieder ganz normal. Ganz seltsam. Plötze, ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Okay, gut. Pisst euch. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Ja, dann fang doch mit dir und deinen Sünden an, oder? Die Welt würde dir danken. Scheiße! Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform?
Solche Medaillen hat die Armee nicht. Geralt? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Gar nicht wie eine Gelehrte. Interessant. Wie sehen Gelehrte denn deiner Meinung nach aus? Sie lesen sich die Augen kaputt, nicht? Also haben Sie Brillen. Ja, genau. So fette Dinger auf faltigen Nasen. Und Sie tragen nur trutschige Kleider. Für wen sollen Sie sich in Schale werfen? Für Bücher? Faszinierend. Aber das solltet ihr niemals in Hörweite von Ärztinnen sagen. Und wieso? Weil sie sich weigern könnten, euch nach der Schlacht wieder zusammenzuflicken. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Das geht dich leider nichts an. Was denn? Ist das vielleicht ein Geheimnis? Bist du schüchtern? Sie ist echt umwerfend. Und du nicht so sehr. Aber dafür bist du ein Hexer. Frauen stehen auf Hexer. Also, spuck's aus. Stehst du auf sie oder nicht? Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Viva! Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält 3-mal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Du dienst jetzt der redanischen Sache? Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redanier sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kätwänern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wär's genauso. Geralt, du kennst mich doch. Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Ja, typisch Radovid. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Seit die Kämpfe vorbei sind, wohne ich zu Hause und behandle in der Praxis die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redanier mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Shani, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Wo fange ich an? Genau, das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Eigentlich weiß ich das nicht genau. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich
muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Hm. Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Von Eberborst, von Ästheken, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit. Okay. Es ist schon wirklich so, die Dialoge in dem Spiel sind so gut geschrieben. Das macht so Spaß, denen zuzuhören. Bei anderen Rollenspielen denke ich mir oft so, Mann, jetzt kommt mal zum Punkt hier, bla bla bla. Aber hier ist es wirklich so, dass ich es richtig cool finde. Ich lehne mich zurück und höre mir das gerne an und finde es richtig gut. Das macht einfach echt Spaß. Und die deutsche Synchro ist auch wirklich gut. Ich spiele ja Privatspiele lieber in der Originalsprache. Meistens ist es halt Englisch. Aber jetzt Genshin Impact habe ich zum Beispiel auf Chinesisch gestellt. Was auch daran liegt, dass die englische Synchro eine Katastrophe ist. Aber grundsätzlich bevorzuge ich die Originalsprache. Ich bin manchmal zu faul, immer die Untertitel zu lesen, wenn ich ein japanisches Spiel spiele. Aber in der Regel, genau, ist es auch besser in der Originalsprache. Ne, und Japanen, Emotionen sind universell auch in Japanisch, wenn man kein Japanisch spricht. Und die werden teilweise im Japanischen vor allem, finde ich, viel besser übermittelt. Japanisch ist, finde ich, eine sehr ausdrucksstarke Sprache. Aber, ja. Die deutsche Synchro von Witcher ist zum Glück wirklich gut. Weil Synchronisationen sind einfach meistens schlechter als das Original und oft sogar wirklich sehr schlecht. Übrigens nicht nur deutsche Synchro. Ich weiß, ich kritisiere deutsche Synchro oft, weil ich halt viel in deutscher Synchro spiele einfach. Aber englische Synchro ist oft genauso miserabel, wenn das Spiel ursprünglich aus einer anderen Sprache kommt. Sogar noch schlimmer. Gerade bei Anime. Ich weiß nicht genau, was bei Anime los ist, aber englische Animes sind furchtbar. Man kann sich Animes nicht auf Englisch ansehen, zumindest viele nicht. Da ist meistens die deutsche Synchro sehr viel besser. Aber ich würde es immer auf Japanisch mit Untertitel empfehlen. Auch wenn ich, wie gesagt, selber oft zu faul dazu bin. Aber ja, da muss ich... Nicht so schnell, Plätze. Was ist denn das hier? Heya! Da muss ich die deutsche Synchro von Witcher 3 echt nicht verstecken. Und ich frage mich, warum. Ich frage mich, warum die deutsche Synchro von Witcher 3 so gut geworden ist und andere, teilweise wirklich große, teure Spiele, riesen AAA-Spiele mit unglaublichem Budget, kriegen es nicht auf die Reihe. Was ist das Geheimnis der deutschen Synchro von Witcher 3? Ich vermute, die Antwort ist Zusammenarbeit. Schon frühe Zusammenarbeit
zwischen Videospielentwickler und Synchronsprecher ist, denke ich, ganz wichtig. Und ich glaube, auch viele große Publisher machen das auch heute noch so, dass die im Grunde das fertige Spiel kurz vor Release noch schnell irgendwie die Skripte in alle möglichen Übersetzungsagenturen schicken und sagen, hier macht man eine deutsche Synchro schnell. Und das, glaube ich, das Problem. Wenn die Übersetzer da von Anfang an involviert sind, dann ist das gleich ganz was anderes. Und, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Oh, habe ich jetzt eine Cutscene übersprungen? Ich wollte nur vom Pferd absteigen. Na, wird schon passen. Ganz schnell noch, ganz wichtig. Witcher... Diese Seite kenne ich gar nicht von ...hat hier. Einen Lore-Beauftragten. Einen, der hauptberuflich... Naja, deine romantische Seite. ...guckt, dass die Übersetzungen und Namen und so Verbänden stimmen. Und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Und sowas ist gut. Das sollte sich Bethesda für die Elder Scrolls und Fallout wirklich zulegen, einen Lore-Beauftragten, den dann auch die Entwickler und die Übersetzer und alle dauernd kontaktieren und immer mit dem im Dialog stehen, damit der sagen kann, was geht und was geht nicht und wie ist es und wie heißen die und ne. Das bräuchte man. Das bräuchte jedes große Universum. Einen zentralen Lore-Beauftragten, der im Grunde für die Interpretation und die Pflege der Lore verantwortlich ist. Das ist immer eine gute Idee. Wer heiratet denn? Eine gute Freundin aus der Akademie. Wo wir davon reden. Vielleicht begleitest du mich. Ah, ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber... Naja, okay. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Dann sind wir verabredet. Hast du an das Rauchfass gedacht? Klar doch. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Gehen wir? Gehen wir. Gehen wir. Der Wälzer hatte recht. Sie ist beeindruckend. Ja. Schade, dass sie verfällt. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld mehr da. Das ist keine Krypta, sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Erscheinungen waren zu sehen, dass es schwierig wird. Hä? Warum hat er denn jetzt bitte gerade... Au! Hoffentlich war das die letzte Überraschung. Ich sollte mich umsehen. Wäre eine langweilige Quest, wenn das die letzte Überraschung wäre, oder? Votivkerze zu Ehren der Toten. Alter Brauch. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Vladimir von Evan, Sohn Bohumils und Christinas. Na bitte, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Na wunderbar. Du hast ein neues Questobjekt behalten. Bereite ihn für den Einsatz vor. Inventar, richtige Stelle platzierst, Schnellzugriff. Das ist eh, oder? Das Rauchfass.
Leben und Tod und Chaos hinieden. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Erhebe dich, der du lang schon verschieden. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Oh nee, das wollte ich nicht. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Leben und Tod und Chaos hinein. Ein paar Pilze kann man doch wohl pflücken, während man Tote beschwört, oder? So, jetzt haben wir alles ausgeräuchert und jetzt wird die Kerze angezündet. Leben und Tod und Chaos hinein. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass siegen. Leben und Tod und Chaos hinein. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everreck zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Einerlei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everreck erwecken kann. Wahrhaftig. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestates. Ihr seid also alle nicht Wladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlod bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Töte ihn! Au! Um Olgierds Blut willen! Bockige Hurensöhne, diese von Everreck, was? Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everreck, Olgierds Bruder. Oh, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Was könntest du ihnen auch tun? Sie sind doch schon tot. Jetzt erzähl, woher du Olgierds Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgierd und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Hast du viel Besuch? Gelegentlich, nicht oft. Wenn einer vorbeikommt, will ja immer gleich die ganze Bande spielen. Unternehmungslustige Familie. Ja, unser Hang zu Feiern und Schlägereien ist berühmt. Wir von Everreck haben generationenlang geprügelt und geplündert. Das ist Tradition. Dabei fällt natürlich auch Beute an.
So hatten wir immer genug Kleingeld zum Feiern. Erst am Ende meines Lebens waren die guten Zeiten vorbei. Nun, genug Salz in die Wunden gestreut. Wenige Tage vor meinem Tod behauptete mein Bruder, er könnte uns raushauen und unseren Status wiederherstellen. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge aber. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Hör mal, Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Ich könnte dir vielleicht jemanden bringen, dessen Körper du dir leihen kannst für diese Nacht. Ich soll von jemandem Besitz ergreifen? Ja. Sagen wir, ich stimme zu. Welchen Körper würde ich denn kriegen? Ich weiß nicht. Einen von Olgierds Männern? Oder einen Bauern, den wir bezahlen? Oh, nein, nein, nein! Ich krieg doch keinem ungewaschenen Banditen oder Schweinehirten in den Balk. Ich habe eine bessere Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Oh doch, doch, kommt es. Geralt! Wach auf! Augen auf! Wo ist das Riechsalz? Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Versprich mir zu bleiben und mir den Bart zu kraulen. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wladimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? Tut mir leid, Shani. Das war nicht ich. Wer war es dann? Ich war's. Halt die Klappe. Ich habe nichts gesagt. Verzeihung, ich meinte nicht dich. Wen denn dann? Na, ihn. Wladimir. Geralt, hier ist sonst niemand. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welch Möglichkeiten. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren.
Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Ah, feurig. Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Hör zu. Ich soll Wladimir von Everreck die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Warte mal. Willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht. Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe. Prächtig. Also dann, Zuckerschnecke. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Moment mal, jetzt spiele ich aber ihn. Das ist ja komisch. Ich dachte, ne? Ich bin doch Geralt. Warum bin ich denn jetzt der Wladimir? Das macht ja gar keinen Sinn. Um ehrlich zu sein und unter uns, dieser Hexertyp ist ein grässlicher Langweiler. Nur manchmal. Ha! Wir sind vom selben Geiste. Warum gehen wir nicht kurz in die Büsche? Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Bevor Geralt in die Krypta ging, um dich zu beschwören, habe ich ihn zur Hochzeit meiner Freundin eingeladen. Meine Güte, ist dieses Glück zu glauben. Es gibt in ganz Redanien keinen besseren Tänzer als Wladimir von Everreck. Mit mir, mein Sahnetörtchen, wirst du den Abend deines Lebens genießen. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen. Also treffen wir uns beim Tempel. Oh, das höre ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos. Dann sehen wir uns im Festsaal. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Weib kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Wladimir von Everreck, berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh, die Heuböden warten. Nun, wir waren einst mehr als Freunde. Vor langer Zeit. Ah, du wolltest es nicht zugeben, aber ich hab's gerochen. Ich kenne mich mit Menschen aus, weißt du? Wie schade. Ich hätte gut für sie gesorgt. Aber Kavaliere will dann nicht in anderer Leute Gärten. Also, Hexer, auf zur Hochzeit? Gehen wir. Dann los. Ich bin direkt hinter dir. Ich frage mich, ob das Absicht war, dass die sich jetzt synchron bewegt haben, die zwei, so von wegen, um die Besessenheit zu symbolisieren. Aber es sah einfach doof aus. Hübsches Mädchen. Wenn du die noch nicht gebumst hast, bist du ein Trottel. Finger weg von ihr. Ich soll eine schöne Zeit haben. Was kann ich dafür, dass ich es mit drallen Frauen im Heu am schönsten finde? Los, lauf! Schönes Pferd. Du machst mein Pferd scheu. Plötze mag keine Geister.
Das ist mal eine interessante Quest, oder? An diese Mühle. Da sind Olgierd und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemopst. Der alte Schwanzlutscher Jaromir hat uns erwischt. Ach, die alten Zeiten. Oh. Heya! Düt-düt. Leute, was denn? Ist nur ein Busch. Hast du jetzt Angst vor Büschen? Wenn es Geisterbüsche sind, dann wahrscheinlich. Ach, dieser Gestank. Geralt, wo willst du denn hin? Ich meine, Plötze, euch beide. Euch alle drei langsam, jetzt aktuell. Langsam. Sie ist noch nicht hier. Wir müssen warten. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch. Sieh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Ada, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich habe zufällig keine da. Ach nein? Und was ist das da? Oh nein, wir klauen nicht. Komm schon, wir leihen es doch nur. Oh, das ist genau das Richtige. Passt perfekt, wie maßgeschneidert. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Und noch das hier. Nein, mein schöner, prächtiger Bart. Vierteilen soll man mich, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh, ein Schwanenhals. Eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. So ist es. Geralt war ein schrecklicher Langweiler. Doch heute ist alles anders. Und wie, das sehe ich. Er ist nicht allzu gesprächig. Er ist ein Idiot. Doch ich werde alles wieder gut machen. Willst du meine Frau werden? Ein großer Schritt, aber ich denke drüber nach. Lass uns zur Hochzeit gehen. Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich habe Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Was denn zum Beispiel? Du könntest bisweilen etwas entspannter sein. Entspannter? Hältst du mich für verklemmt? Ich meine, es wäre schön, wenn du dich hin und wieder zurücklehnen und das Leben genießen könntest, statt ständig aller Leute Probleme lösen zu wollen. Aber was hat das mit... Ach, ich verstehe es nicht. Natürlich nicht. Du bist so klug wie ein alter Schiffszwieback. Sei froh, dass du mich hast. Wir reden später.
Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mal anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Hier entlang, meine Erdbeere. Hallo, Welt. Da bin ich wieder. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit. Volle Tafeln, Speis, Trank und Geselligkeit. Und schöne Frauen zuhauf. Aber keine so schön wie du, Rhabarbertörtchen. Vorsicht vor dem Hund, Shani. Was immer im Zwinger ist, es ist so groß wie ein Pferd. Danke für die Besorgnis, aber der Zwinger ist leer. Einen solchen Menschenfresser lassen Sie frei laufen? Sind die Hochzeitsgäste gewarnt? Das sieht wahrhaftig nach einer Sause aus. So eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Du, das sind Hagebutten. Als ich jung war, haben Olgiert und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbärchen, tue ich alles. Was für Hungerspucker! Ich finde es komisch, dass ich den jetzt spiele, ehrlich gesagt. Aber mein Gott, na gut. Ich bin ja schon hier. Noch einmal, alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Vielen Dank, aus ganzem Herzen. Und nun, genieß das Fest. Wir sind dran. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flon. Und dies ist ein alter Freund von mir, Geralt von Riva. Genau, das bin ich, Geralt, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten. Wegen der Bräute. Die duften vielleicht. Ich könnte glatt. Aber ja, wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Sag mir, Aldona, woher kennst du meine liebe Shani? Vom Medizinstudium. In Ochsenfurt. Das waren schöne Zeiten. Für mich waren sie viel zu schnell vorbei. Meine Familie konnte sich mein Studium nicht leisten. Nach dem ersten Jahr musste ich aufhören. Es ist nie zu spät für Bildung. Dein Mann versorgt dich ja jetzt. Da kannst du dein Studium bestimmt beenden. Ich weiß nicht. Darüber haben wir nie gesprochen. Aber Jonas, du hast Aldona doch nicht nur als Bettwärmer geheiratet, oder? Sicher kann sie weiter studieren. Das ist unsere Sache. Du musst dich da nicht einmischen. Ich mische mich nicht ein. Ich frage nur. Schließlich liebe ich deine Frau wie meine Schwester. So frage ich dich als Schwager, hilfst du ihr? Wir werden das ganz gewiss später besprechen. Brav, mein Knabe. Ich wusste gleich, dass du anständig bist. Aldona ist eine merkwürdige Wahl als Braut. Die Mitgift war wohl überzeugend. Ich versichere dir, Hexer, Geld hatte mit meiner Wahl nichts zu tun. Die Familie von Jonas ist viel wohlhabender als meine. Sie haben eine Textilwerkstatt. Es war ganz schön schwierig, meine Mutter von unserer, wie manche sagen würden, Mésalliance zu überzeugen. Ach, das hast du mir gar nicht gesagt. Was ist mit Vermögen spielt für uns keine Rolle?
tut es auch nicht. Er hat mir auch gesagt, dass deine Herkunft keine Rolle spielt. Das tut sie in der ersten Verliebtheit nie. Aber wartet nur 5 Jahre zu. Dann spielt sie die allergrößte Rolle. Im Moment spielt eine Rolle, wie du mit uns redest. Ich weiß nicht, woher du kommst, aber hier ist es höchst unziemlich, Frischvermählte bei der Hochzeit zu beleidigen. Wieso beleidigen? Ich warne euch doch nur. Ich weiß eben ein bisschen was über das Leben. Geralt und seine Witze. Er hat einen seltsamen Humor. Sogar sehr seltsam, finde ich. Ich sollte aufhören mit diesen optionalen Dialogoptionen, aber ich kann nicht. Du bist eine ausnehmende Schönheit, meine Liebe. Oh, vielen Dank. Du hattest sicherlich freie Wahl bei den Herren. Wohin soll das führen? Zu einer Antwort, wieso sie dich erwählt hat, Jonas. Du stellst die Wahl meiner Frau in Frage? Mir persönlich ist es egal. Ich frage aus reiner Neugier. Pass bloß auf. Sonst zeige ich dir mit meinen Fäusten, wieso sie mich erwählt hat. Es wäre mir ein Vergnügen. Warum so gereizt, mein Freund? Ich lobte lediglich die Schönheit deiner Frau. Und du dankst mir nicht, sondern drohst mir noch. Was für Manieren. Geralt, das reicht. Sie hat sich verliebt und gut. Jonas, mein Freund wollte dich gewiss nicht kränken. Genug geschnattert. Die Zeit, sie flieht. Hast du noch einen Termin? Ich? Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen, mit den Frauen zu tanzen, ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher. Und vielleicht gefällst du einer von ihnen. Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. WLAN-Verbindung unterbrochen. Okay. Na gut, wir haben nicht viel Zeit. So viel Party wie möglich. Was ist hier los? Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Loder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan, das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Bevor ich meine Hexer-Investigationen unternehmen kann, bedarf ich aller Informationen. So teilt mir alles mit, was ihr wisst. Also, der Feuerschlucker ist mittags hier eingetroffen, hat sich satt gegessen, an Speisen, nicht an Feuer, und ging dann spazieren, um Gase abzulassen, wie er sagte. Da hat dieses Hundemonster ihn gesehen und ist aus der Haut gefahren. Weswegen? Keine Ahnung. Er mochte den Mann nicht oder misstraute ihm. Vielleicht, weil er Feuer schluckt. Tiere fürchten Feuer. In Furcht wäre er geflohen und hätte nicht angegriffen. Er weiß das schon bei einem dummen Hund. Er hat die Kette gesprengt und den Feuerschlucker in den Wald gejagt. Dumm oder nicht, er ist der geliebte Hund unseres Schwiegersohns. Wehe, wenn der abhanden kommt. Banget nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methoden. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir.
Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind... Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali! Das Abenteuer ruft. Halali! Dem kann ich nur zustimmen. Jetzt speichern wir hier mal. Und dann ist Schluss für heute und für diese Woche. Nächste Woche heißt es dann Party Hard. Bis zum Umfallen. Bin gespannt, wo uns das noch hinführt. Das mit dem Hund suchen ist jetzt irgendwie, hätte ich gar nicht erwartet. Ist eine ganz untypische Quest jetzt hier auch, finde ich, für die Situation. Und dass wir jetzt quasi nicht mehr Geralt, sondern diesen Geist spielen, finde ich komisch, ne? Ich habe mir vorgestellt, dass das irgendwie spielerisch anders umgesetzt wird. Aber, naja. Ist nicht so. Ich meine, man kann schon sagen, dass der Fokus von Witcher definitiv auf den Figuren, auf der Story, auf den Dialogen liegt und das Gameplay eher ein bisschen das Beiwerk ist. Und so wurde auch hier diese Story eben inhaltlich, storytechnisch wahrscheinlich sehr gut verwertet, aber gameplay-technisch quasi ohne Auswirkungen gelassen. Nehme ich an. Wir finden es nächstes Mal raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.